Susanna Koch-Lefevre hängt ihre Schuhe an den Nagel. Sie verlässt den aktiven Fußball. Ihre Karriere begann schon beim SV Oberwart bei den Minneknaben und dann spielte sie bei U8, U10, U12 immer als einziges Mädchen. Beim FC Südburgenland spielte sie im Cup und Bundesliga bemerkenswerte 394 Spiele und schoss dabei 100 Tore. In ihrer 21-jährigen Karriere hat sie gerade einmal ein Spiel gefehlt. Ihre Freunde haben sie mit einem rührenden Abschied überrascht, den wir Ihnen gerne nach dem Interview zeigen. Susanne, heute sozusagen ein letztes Spiel. Wenn Sie jetzt auf die Vergangenheit denken, was kommt Ihnen am schönsten? Also ich habe da eigentlich kein spezielles, schönstes Erlebnis im Fußball. Es waren einfach fast 30 Jahre, die ich gespielt habe bei den Burschen und dann beim FC Südburgenland. Mit einfach ganz vielen schönen Momenten. Ich habe es einfach genossen, am Platz stehen zu dürfen und ja, werde es auch vermissen. Ihre Kolleginnen haben heute sozusagen eine Überraschung für Sie vorbereitet. Wie haben Sie das erfunden? Dass irgendwann vielleicht so ein Abschied kommt, damit habe ich gerechnet, mit heute eigentlich noch nicht, weil wir nächste Woche auch noch ein Spiel haben. Aber ja, umso schöner und emotionaler war das natürlich. Besonders gerührt hat mich das mit der Nummer 2, dass die jetzt nicht mehr vergeben wird. Und ja, das ist sehr schön. Und wie sind die Pläne für die Zukunft? Die Familie ausbauen, mehr auch Zeit mit der Kleinen, die jetzt schon da ist, verbringen und ja, halt als Zuschauerin auf jeden Aber Fall. Aber Sport hängen Sie nicht ganz auf die Nagel? Kann ich mir nicht vorstellen. Also zumindest als Zuschauerin will ich sehr, sehr oft irgendwo auf den Fußballplätzen unterwegs sein, vor allem natürlich, wenn der FC Südburgenland spielt, ja. Wenn wir Sie sehen, alle Zuschauerinnen, na, dann werden wir nächstes Mal Sie nehmen, dass Sie uns beurteilen, wie der war Major. Ganz einfach. Zum Beispiel, ja. Gut, dann sage ich vielen Dank für die Interview und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde, wir möchten heute das letzte Heimspiel dieser Saison benutzen, um eine Institution des FC Südburgenland gebührend in die Fußballpension zu verabschieden. Unsere Kapitänin Susanna Koch-Lefevre und der SU wird Ende dieser Saison ihre aktive Fußballkarriere beenden. Damit geht beim FC Südburgenland eine Ära zu Ende. Eine kurze Frage so. Was haben wir? Die Zahlen 394, 100, 34.000 sind 14 und 8. Nix. Nicht schon. Du hast bis jetzt 394 Gewehrspiele für den FC Südburgenland gespielt. Alle. Und das durchwegs in der höchsten Liga in Österreich. Dabei wurden 100 Tore erzielt, 34.714 Einsatzminuten. Und sage und schreibe, und das ist das Erstaunliche, in diesen 21 Jahren ist der Schnitt von Susanna 88 Minuten pro Spiel. Wenn man bedenkt, das Spiel hat 90 Minuten. Ein Schnitt in 21 Jahren von 88 Minuten. Unwahrscheinlich. Eine Frage habe ich noch. Was sagt ihr das Datum 23.04? Ja. Es war das Spiel gegen Meikersdorf. Ja.
Das ist das erste und einzige Bewerbsspiel nach diesen 21 Jahren, das du versäumt hast. Ein Spiel krankheitsbedingt. Und sonst 21 Jahre durchgehend in der Stammformation des FC Südburgenland. Herzliche Gratulation dazu. Super, Nationalteamspielerin, hat 5-mal im U19 Nationalteam und 11 Spiele im A-Nationalteam absolviert. Und dazu hat sie noch eines draufgesetzt, sie hat auch die Trainerausbildung gemacht und 2009 die A-Lizenz Trainerausbildung begonnen und abgeschlossen und war die jüngste Absolventin für die A-Lizenz in Österreich. Ebenfalls Gratulation dazu. Viele, die jetzt noch tätig sind hier beim FC Südburgenland, werden sich auch nicht mehr daran erinnern oder erinnern wollen oder können. Zoom war auch, ich weiß nicht wie lange, das müsst ihr vielleicht besser wissen, Trainerin, als Spielertrainerin beim FC Südburgenland tätig, dreieinhalb Saison. Ja. Das wissen aber wirklich nur die Eingefleischten, das ist schon ein Teil her. So, wir verneigen uns vor einer solchen Karriere und sagen demütig Danke. Wir dürfen hier als Anerkennung einige kleine Präsente überreichen, die da sind. Natürlich ein Flug. Ein Bild zur Erinnerung mit einigen Aktionsbildern vom Spiel und auch natürlich von der Familie. Ein Reisescheckheft. Hallo? Ihr reist zu den Spielen gerne selber an. Daher hier ein kleines Reiseschenkheft für Österreich und die angrenzenden Länder. Und natürlich deine Dresden Nummer 2 mit den Unterschriften des Vorstandes und deiner Spielkolleginnen. Dadurch wandert die Nummer 2. Die Nummer 2 endgültig zu dir, Susanna. Die Nummer 2 wird immer deine Nummer beim FC Südburgenland sein und bleiben. Und diese Nummer wird. Hallo? Eins, zwei. Diese Nummer wird vom FC Südburgenland nicht mehr vergehen. Wir danken für deine Treue und für deine unglaubliche Karriere beim FC Südburgenland und sagen bescheiden Danke. Vielen Dank. Ein paar Worte zu uns sprechen und ich gebe dir das Mikrofon an Sie weiter. Fußball ist mein Leben.
Problem in den letzten 30 Jahren an sehr hohen Stellen eingenommen hat. Noch weiter oben war eigentlich immer nur die Familie. Und ja, wer mich auch kennt, der weiß, dass er nicht mehr aufhören will. Aber ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man ja, andere Prioritäten setzen muss, wo der Verstand vielleicht sieht und alle Körper so, es geht immer so ein Rückgang nicht. Ja, der Zeitpunkt ist glaube ich jetzt gekommen und ich wünsche den Verein allgemein weil die Familie, die sich davor, mein Mann und ich haben gegründet, mein Vater war dann so weit, meine Frau vor 7 Jahren dann, meine Tochter, ich bin vielleicht so schön. Ja, ich hoffe einfach, dass der Verein weitergeht, so eine Familie, geführte Verein bleibt und eben für andere Spieler den Rest für die zweite Familie darstellt. Wir werden uns wieder öfter sehen und zum Glück los, ich wünsche dem Verein alles, alles Gute für die Ziele. Vielen Dank für deine Worte, deine guten Worte und du hast eine aktive Karriere beendet, nicht die Karriere beim Südpolland. Da werden noch Gespräche geführt werden müssen. Und jetzt bitte Konzentration aufs Spiel.